Hallo, ich bin Tilman Strauß und ihr seht District MTV. Erstmal drüber reden und dann schießen, das ist eigentlich, glaube ich, die bessere Reihenfolge. Ich glaube, der wird ihm gefallen. Hängen Sie das bitte sofort zurück und verlassen Sie meinen Laden. Soweit kommt's noch, du kleine Schlampe, dass du mir sagst, was ich tun soll. Na, dann wollen wir das kleine Kätzchen mal zählen. So, nun packt ihr eure kleinen Schwänze ein und schiebt euren Arsch aus meinem Laden. Dadurch, dass ich den Film selber noch nicht gesehen habe, habe ich eigentlich vor allem Angst. Es geht eben um die Rache eines jungen Mannes an seinem Vater, der so mutmaßt, der zumindest seine Mutter vergewaltigt hat. Und auf diese Art und Weise ist er gezeugt worden. Und er sucht ihn eben heim und was dann passiert, werden wir sehen. Ich weiß natürlich, wie das Ende aussieht, aber ich will es nicht verraten. Dad, das war doch nur ein verdammter Kuss. Ich glaube, dass Sven, der Regisseur, einfach irgendwie es geil fand, dass der auf der Berlinale als erste Mal dann läuft und wir den da alle sehen. Ist auch gut, also ich freue mich drauf. Ich mag beide Medien sehr gerne, wobei Theater natürlich eigentlich mein Beruf ist und Film quasi mein Hobby. Insofern, ja, ist es für mich einfach total geil, da Erfahrungen sammeln zu können und das machen zu können. Also es ist ja einfach eine sehr luxuriöse Situation für mich. Ich habe zum ersten Mal den Pimmel eines Mannes gesehen, als ich ins Hotel eingeliefert wurde und mich zum Gruppenduschen ausziehen musste. Zum Gruppenduschen ins Hotel? Ja. Das, was ich daran mag, ist, dass das ja ein Film ist, der angesiedelt ist, einfach in unserer heutigen, jetzigen Welt, in Hamburg eben oder in welcher Stadt auch immer. Jedenfalls leben wir im Hier und Heute in diesem Film offensichtlich und trotzdem findet da eben so eine Überzeichnung statt, dadurch, dass da so Comic-Charakter irgendwie rumlaufen. So. Und das fand ich eigentlich das Geile daran und habe das auch gar nicht so konkret gesehen sozusagen als irgendwie so eine Rockabilly-Geschichte, sondern eigentlich für mich war das viel eher eben ein Stilmittel, mit dem man eine andere Ebene aufmacht, über die sich einfach was erzählen lässt. So. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance. Vorbei. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Das ist mein Körper, mein Gesicht, meine Stimme, meine Gedanken, die er hat in dem Moment, wo er da auf der Leinwand zu sehen ist. Insofern ist das natürlich immer ein Teil von mir und ich immer ein Teil von ihm. Aber ich hoffe eben, dass ich nicht dieser Mensch bin und niemals sein werde oder sein muss. Für mich war es eben wirklich eigentlich eine geile Möglichkeit, irgendwie mal wirklich sich zu verkleiden sozusagen. Weißt du, und wirklich was anderes zu machen, zu sein und nicht eben immer so ein normaler Mensch von heute zu sein, der irgendwie halt so aussieht, wie wir alle aussehen und so spricht, wie wir alle sprechen und so handelt, wie wir alle handeln. Und das ist das, was ich auch an dem Film irgendwie geil finde, dass der sich traut irgendwie, keine Ahnung, was dabei rauskommt, ich habe es eben noch nicht gesehen, aber dass es halt extrem ist irgendwie und dass es eben sich traut, sowas zu machen, das finde ich geil.